So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Finde die richtigen Tasten. Meint natürlich Lego Hobbits mit mir, dem Benny. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, kurz bevor wir zu unserer neuen Reise aufgebrochen sind. Gerade hatte Bilbo hier noch seinen Gehstock, den hat er jetzt leider weggelegt. Finde ich ein bisschen schade. Jedenfalls hatten wir das Treffen bei Bilbo. Und ja, er hat sich gerade dazu entschieden, dass er jetzt mit Gandalf und den Zwergen auf die Reise gehen will, weil ihm sein normales Leben halt doch ein bisschen zu öde ist. Und Gandalf ist zwar schon hier, das ist jetzt nicht wie im Buch oder im Film, aber da wollen wir mal nicht knausrig sein. Kann ich da irgendwie, knausrig, da wollen wir natürlich mal nicht kleinlich sein. Kann ich hier irgendwie da hochschießen? Ich glaube, mit Gandalf müsste das gehen, der kann auch sowas. Es ist wieder das Thema, dass ich nicht weiß, wie ich es machen muss. Das war's nicht. Ah, hier, schau mal. Na? Kann er das nicht anvisieren? Mach doch mal. Hallo? Ja, vielleicht geht das noch nicht. Normalerweise geht das so, okay. Egal, laufen wir einfach weiter. Ja, die Folge ist auch überhaupt nicht verspätet. Tut mir echt leid. Ich schaue, dass er jetzt pünktlich kommt, aber das ist halt. Ich habe ja jetzt wieder mehr Zeit, Studium und so. Ich war nämlich im Praktikum eine Zeit lang, also auch vom Studium aus, und da hatte ich nicht ganz so viel Zeit. Aber jetzt soll es eigentlich wieder gehen. Nach einer langen Reise durch das Auenland und noch weiter trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Ah, sehr cool. Wartet! Ich habe unterzeichnet! Willkommen, Meister Beutlin, in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Gandalf außer Atem. Bedient euch. Nein, halt, halt, stopp! Fehler, Bombo ist kein Gemüse. Und eine Mini-Quest. Schnapp dir den Apfel oder die Beere oder was auch immer das ist. Ah ja, der will die haben. Okay. So, da ist was erklärt. Falsche Taste. So. Charaktere mit Lego-Stangen können sich an bestimmten Stellen stapeln. Bitte? Drücke dafür B. Ach, schau mal, okay. Ah, nice. Steht hier. Können sich zu einer Zwergensäule stapeln. Okay. Erstmal ein bisschen kaputt machen. Nein, das wollte ich nicht. Oh, was hier? Kann ich das irgendwie auch machen? Ah ne, schau, ich kann ja was bauen. Ach, okay. Ach so. Ich brauche jetzt hier mehrere. Oder? Brauche ich jetzt hier mehrere, oder? Oh, schau mal, mein Bambusstock, mein Bambusstock. Lass mir bitte meinen Bambusstock. Bitte nehmt meinen Hut oder nehmt meinen Rock, aber lass mir bitte meinen Bambusstock. Okay. Ah, schau mal, das hat jetzt echt gedauert. Ja, geht doch. Entschuldigung. Passiert. Jetzt brauche ich hier eine Axt. Geil. Ach ja, er kann jetzt da unten durchklettern. Okay.
Du hast eine Axt, walte deines Amtes. Nein, den falschen gehauen. Zack. Brauche ich jetzt hier wahrscheinlich mehrere Leute, um das. Nice. So macht man das. Also echt ganz nett, weil es natürlich so ein Minispiel, ob das nötig ist. Man hätte vielleicht auch was anderes nehmen können, aber. Vielleicht sind das auch so Art Tutorials quasi, die ich dann noch für später brauche. Also jetzt so, finde die Beere, ja. Oder hol dir die Beere über so Stapler, aber das brauche ich halt später vielleicht noch irgendwann mal. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist das einfach so in dem. Ich brauche den richtigen. Hätte ich mal dahin. So. Ja. So macht man das. Was ist das hier? Au. Ja, nicht schlecht. Ach, der kann ja gar nichts. Ja, Gras kann er kaputt machen, ist klar. Yay. Ich hab sie bekommen. Muss ich jetzt einfach wieder runter oder kann ich hier oben was machen? Da kann ich irgendwas machen. Also ich kann hier wohl später dann nochmal mit neuen Charakteren hierher. Und dann wahrscheinlich solche Sachen machen. Trottel. Dutzende sind da draußen. Haltet ihr das für lustig? Haltet ihr einen Orkangriff bei Nacht für einen Scherz? Wir haben uns nichts dabei gedacht. Ja. Wir wissen nichts von der Welt. Grumpy Thorin. Nimm's ihm nicht übel, mein Junge. Thorin hat mehr Grund als die meisten, die Orks zu hassen. Nachdem der Drache den einsamen Berg an sich gerissen hatte, forderte König Thor das uralte Zwergenreich Moria zurück. Oh, komm, jetzt die Szenen in Lego, das finde ich gut. Unser Feind war bereits dort. Moria war von Orkscharen eingenommen. Oh, cool, ich darf hier sogar was machen. Ich kann hier erstmal speichern. Ja, das machen wir ganz schnell. So. Ja, ist ja gut. Oh, nein, den will ich nicht haben. Boah, schau mal, wie ich die zerleg. Nee, 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 den will ich nicht. Ah, ich verliere hier sogar Herzen, okay. So, wo ist der letzte Ork? Da! Zerstört. Wie ein Meister. So, weiter geht's. Habe ich noch irgendwas liegen lassen? Nein, okay. Azog, der Schänder. Er hat ihn einfach weggekickt. Der riesige. Hundertbart Ork hatte geschworen, Durins Geschlecht auszulöschen. Also, das ist schon echt ganz cool umgesetzt. Auch die Erzählerstimmen, dass das halt die gleichen sind, das ist schon sehr cool. Okay. Kann ich hier mal so einen Superangriff machen? Nee, okay. Oh, er braucht Hilfe. Wo ist denn noch so ein. Hier ist dann so ein Silberner. Ha. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist glaube ich nicht. Da muss ich jetzt was machen. Geh weg.
Stell dich dieser Gefahr nicht allein. Du kannst diesen Feind nur mit Kumpelangriffen besiegen. Für Gewehr, um dich mit einem Kumpel zusammen zu tun. Ah ja, jetzt kommt wieder dieses Super-Robo-Krieger. Ja, nein, das ist der gar nicht. Okay, naja. Fuck. Nochmal. Alter, jetzt kommt Sick Move. Thorin OP. Und was jetzt? Achso, ich muss immer noch zusammenbleiben. Jetzt, Super Robo Krieger. Laber doch nicht. Was ist jetzt passiert? LOL. Epische Kampfszene. Nice. Sehr cool. Ich meine, dafür, dass das hier Lego ist, das ist schon witzig. Das ist besser als in so manchen richtigen RPG oder Abenteuerspiel, was es so gibt. Ach Mann, okay. Okay, was jetzt? Jetzt muss ich wieder zwei Grüne töten. Oh, schau mal, ich kann hier einfach reinlaufen. Oh, oder doch nicht. Ich brauche zwei so Grüne, wo sind die denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Da steht, ich brauche zwei... Ja, ist ja gut. Ja, aber da kommen gerade gar keine Gegner. Was muss ich denn jetzt machen? Hat einer eine Fernkampfattacke? Nee. Also... Ah, warte mal, der... Vielleicht hat Nori hier irgendwas. Dori, tut mir leid. Ah ja, okay. Boah, da kommt was. Schnell, Thorin. Nein. Okay, dann eben mit dem. Ah ne, der kann nicht so viel. Na komm. Ja, schön. Jetzt kommt noch einer. Okay. Na gut. Dann eben zwei. Jetzt hier, Kumpel. Oh, einer wurde besiegt. Na komm. Voll die Action hier. Jetzt komm. Ja. Geh weg. Oh ja, sicher. Los geht's, Story. Was sammle ich da eigentlich die ganze Zeit auf? Weiß gar nicht. Aber erstmal alles sammeln, was geht. Was muss ich noch besiegen? Einen so einen goldenen. Zack. Oh, ich bin geplatzt. Dori. Zerstör die Bogenschützen. Das ist gerade mega Action, also.
Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel sage. Die Musik ist auch etwas laut bei mir immer noch. Ich muss die ein bisschen leiser machen. So. Niederlage und Tod kam über uns. Nein! Touchdown! Nein! Du hast ihn weggekickt! Nichts als einem Eichenast als Schild in Händen. Ja, weil er nach hinten gestolpert ist, ohne was zu machen. Ja, du brauchst dein Schwert. Boah. Group up. Boah. Jetzt mal, ich darf ihn jetzt platt machen, das finde ich cool. Au. Ja. Oh nein, nein, nicht wechseln! Ah shit, okay, ich muss die Tasten drücken, ich hab schon verstanden. Das wäre echt ganz sick, wenn man die Tasten wüsste. Aber ich vergesse sie jedes Mal. Aber ich spiele das halt lieber mit einem Controller. Irgendwann kriege ich das schon raus mit dem Tasten. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier. Okay. Der kann wahrscheinlich auch das hier bewegen. Ja. Jetzt Thorin. Nein, nein, Thorin. Los geht's. Ja. Na komm. Irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich das Richtige drücke, weil da kommt nicht so ein. Ja, hast du richtig gemacht. Außer hier. Bei dem A kommt das. Ach ja, sicher. Komm her. Okay. Ja. Okay. Ah, schon wieder, das weiß ich doch. Nein. Ist lustig, wie die dann weiterkämpfen. Und dann muss ich X drücken. So, was war jetzt X? Ich glaube, das, was ich gerade drück. So. Ja, warte, genau. Yeah! Ja, komm. Nein, okay. Na top, nochmal. Los. Ja. Ah. Okay. Ich glaube, ich muss das im richtigen Moment drücken. Das habe ich noch nicht ganz so drauf gehabt. Nein, Hand. Bleib hier.
wie ein T-Rex. Witzig gemacht. Herzog war besiegt. Damals sagte ich mir, diesem einen kann ich König nennen. Episch. Ich bin der Geilste. Der bleiche Ork, was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor langem an seinen Wunden verreckt. Alle drehen sich zu Gandalf. Ja! Durbir. Trost Godel Kinganin. Belegt! Okay, sehr cool. Level abgeschlossen. Klasse. Was haben wir freigespielt? Ah gut, die Zwerge halt. Wieder was, das ich weiß, was es ist. Und wie viel haben wir gesammelt? Boah, 77%, das ist doch gut. Das ist echt okay. Und ich habe sogar so eine Box gefunden. Heißt es, ich kann 10 in diesem Level finden? Wo soll denn das gewesen sein? Muss ich noch ein bisschen besser aufpassen. Aber 1 von 10 ist schon mal ganz gut, denke ich. Damit können wir die Folge auch beenden. Das Level haben wir abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!